Damen und Herren, verehrte Gäste und Zuschauer, vielleicht ist nicht das Virus der Ausnahmezustand, sondern unser Umgang damit. Auch zivilisatorisch hochgerüstete Staaten sind nach einjähriger Geldflut und Maßnahmen erfolgsarm geblieben. 70.000 Opfer sind zu beklagen, weite Teile der Wirtschaft gehen in die Knie, Kultur und Bildung nehmen schwere Schäden. Der soziale Seelenzustand scheint ernsthaft angefressen. Ein Virus führt uns vor. Die Pockenpest wurde irgendwann durch Impfung besiegt und die schwarze Pest durch Medikamente eingeholt. Darauf hoffen und warten jetzt alle. Unsere Administration ist bisher dieser Aufgabe nicht gewachsen. Die der EU schon gar nicht. Unsere Medien verbreiten Hoffnungslosigkeit. Das, wo doch die Wissenschaft sensationell schnell Impfstoffe vorgelegt hat. Wir wälzen und klicken Probleme statt Lösungen. Es gibt Staaten, welche den Vor- und Fürsorgeschlamassel pragmatisch überzeugender gehandelt haben. Viele ähneln dem Menschen, der nachts unter der Straßenlaterne seinen Hausschlüssel sucht. Dort hat er ihn zwar nicht verloren, aber da ist wenigstens Licht. Ich bitte um Nachsicht. Wir karten heute nicht nach Versäumnis und Schuld. Wir fragen nach den gesellschaftlichen Folgen. Was kann man tun, um mental infektiöse Entwicklungen nachzuverfolgen? Welche Erfahrungen helfen gegen die nächste Ansteckungswelle? Das Quantifizierbare in Wirtschaft und Finanzen ist Spitze des Eisbergs. Unter der Sichtlinie ist mehr wahrnehmbar. Gestörte und brutal beendete Biografien. Manche individuelle Lebensplanung gerät aus dem Takt oder ist plötzlich Makulatur. Ein Jahr Kultur- und Schulungsbrache ist nicht per Schalter oder Knopfdruck wiederzubeleben. Auch gesellschaftliches Gewebe wird ohne Blutzufuhr und Beatmung nekrös. Die Pandemie ist traumatische Erfahrung. Sie ist von der durchorganisierten, säkularen und selbstsicheren Gesellschaft kaum integrierbar. Als Kränkung ins Unterbewusstsein verschoben, wird sie noch lange Flashbacks erzeugen. Sie wird irrationale Erreger in den gesellschaftlichen Kreislauf streuen. Wir wissen, die Menschen reagieren, die vertrauen in die Verlässlichkeit der Strukturen und die Kompetenz der Entscheidungsträger verlieren. Bei harmlosem Verlauf werden sie die erwählen, die die Notwendigkeiten besser erkennen, erklären und umsetzen. Also die, die den Glauben an die Machbarkeit der Verhältnisse erhalten. Die Geschichte kennt auch Krisen, die nicht schnell genug ausgelöscht wurden und deshalb irrationale Epidemien im Gefolge hatten. Was kommt auf uns zu? Darüber redet man am besten mit Leuten, die etwas zu sagen haben. Nicht nur qua Amt, sondern vor allem qua Kompetenz. Ich begrüße zu diesem Zweck sehr herzlich hervorragende Persönlichkeiten. Frau Professor Dr. Christiane Woppen, Medizinethikerin und Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, geschäftsführende Direktorin einer bedeutenden und zuständigen Institution in unserer rheinischen Nachbarstadt. Den philosophischen Ansatz hat Professor Dr. Markus Gabriel vom Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart der Universität Bonn. Moderieren wird Michael Hirz, Journalist und Moderator, ehemaliger Programmchef von Phoenix, der Sender, der seine Gebühren wert ist. Ihnen großen Dank und freundliches Willkommen auch an die Zuschauer,
die Sie später zu Wort melden können. Herr Hirt, ergreifen Sie das Ihrige. Ja, das mache ich gerne. Herzlichen Dank, Herr Professor Hombach. Es ist wunderbar, dass Veranstaltungen wie diese stattfinden können, trotz der Einschränkungen, denen wir ja alle unterliegen. Und ich freue mich sehr, dass zwei außerordentlich kompetente Gesprächspartner zu diesem im Augenblick alles beherrschenden Thema zur Verfügung stehen heute. Das sind Frau Professor Bopen, sie ist eben schon vorgestellt worden, und auch Herr Professor Gabriel von der Uni Bonn ist ja schon kurz von Herrn Professor Hombach erwähnt, genannt und begrüßt worden. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich. Diese Veranstaltung ist ein Dialog, sie ist also keine Einbahnstraße. Sie haben als Teilnehmer dieser Veranstaltung später die Gelegenheit einzugreifen mit Ihren Anmerkungen, mit Ihren Fragen, mit Ihren Kommentaren. Doch zunächst beginnen wir mit einer kleinen Umfrage. Das ist so eine Art Temperaturkühlen oder so eine Art Stimmungstest zur Lage. Sie können sich an dieser Abstimmung beteiligen. Wir blenden Sie gleich ein. Und zwar geht es um folgende Frage, die Sie mit Ja oder mit Nein beantworten können. Und zwar lautet die Frage: Wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise nachhaltig verändern? Die Antwort 1 ist Ja, die Antwort 2 ist Nein, und ich bitte um Ihr Votum. Sie haben noch ein paar Sekunden Zeit, sich zu beteiligen. Ich fände es wunderbar, wenn Sie das zu 100% auch tun, auch wenn wir mit Sicherheit kein 100% Ergebnis haben werden. Das ist aber jetzt meine Prognose. Ja. Die Balken geben schon ziemlich eindeutig Auskunft. Und zwar hat die Antwort 1, nämlich dass sich unsere Gesellschaft durch die Krise nachhaltig verändern wird, eine Zustimmungsquote von 78% erhalten. Mit Nein haben lediglich 14% gestimmt. Und nein, Entschuldigung, 22% gestimmt. Und damit haben wir also schon mal ungefähr so das Meinungsklima oder das Stimmungsklima nach einem Jahr Leben mit der Pandemie eingefangen. Frau Professor Bopen, hat Sie das Votum überrascht oder lag das völlig im Rahmen dessen, was Sie auch erwartet haben als Antwort? Da ich jetzt nicht sehr genau weiß, wer alles teilnimmt, also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein, war es etwas schwer vorherzusehen, denn ich glaube, das liegt daran, wen man fragt, wie das beantwortet wird, also wie viel Bewusstsein zum Beispiel für das Wort nachhaltig besteht. Und was man unter nachhaltig versteht jetzt, also meint das jetzt sozial nachhaltig verändern oder ökonomisch oder ökologisch, also angesichts dessen, dass wir uns ja wirtschaftlich arg nach der Decke strecken müssen und auch die nächsten Generationen diese Pandemie noch zu bezahlen haben werden, kann man sagen, verändert sich nachhaltig? Ja, schauen wir mal. Wir hoffen natürlich, dass das nicht eine besonders schädliche Auswirkungen hat. Und dann ist auch die Frage, was es durch die Krise heißt. Also ich wäre eher persönlich geneigt, ein Ja anzukreuzen, wenn es hieße, anlässlich der Krise. Ob die Krise aber ursächlich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die Krise wird tatsächlich ein hohes Veränderungspotenzial auch dadurch freisetzen, dass sie uns viele Missstände noch einmal deutlicher vor Augen geführt hat. Und jetzt dann endlich und hoffentlich die Energie dazu da sein wird, bestimmte Dinge anzupacken, die vorher einfach noch so mit durchgetragen wurden. Sei es der Klimawandel, sei es bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge, sei es soziale, nachhaltige Fragen, soziale Innovationen etc. Ja, wir versuchen gleich die Komplexität so ein bisschen aufzubrechen, um das Ganze irgendwie so etwas transparenter und handhabbarer zu machen. Aber Herr Professor Gabriel, ist es eigentlich das Virus, das die Gesellschaft verändert, oder ist es eher der Umgang der Gesellschaft mit diesem Virus?
Das ist eine spannende Frage, die ja auch Herr Hombach schon hat anklingen lassen in einigen Formulierungen. Und das ist eine wirklich tiefe philosophische Frage. Ich beantworte sie jetzt erstmal ein bisschen an der Oberfläche und zeige dann nur, wo man tiefer bohren könnte. An der Oberfläche würde ich zunächst einmal und wirklich unbedingt dann auch sagen wollen, es ist der Umgang mit dem Virus. Das Virus selber, wenn wir das Virus isolieren als Entität, also lediglich uns anschauen, was macht, was machen diese Partikel da, wie sind die koordiniert und so weiter, was lösen die aus, unter welchen Bedingungen, welche Interessen, wenn man so sagen darf, haben die und so weiter, dann kann ein Virus natürlich als solches keine sozialen Veränderungen bewirken. Ja, also wir haben diese eine Ebene. Und daraus folgt natürlich, dass unser Umgang mit dem Virus, ja, das Virus erst in einen sozialen Zusammenhang einbettet. Die andere Frage, die man aber stellen kann und die ist meines Erachtens bisher nicht beantwortet, wäre, ob nicht tatsächlich Pandemien, insbesondere solche Pandemien, von Virusseite her aus auch soziale Konsequenzen haben. Das wirft aber komplexe metaphysische und ontologische Fragen auch auf bezüglich eines Virus. Ja. Müssen wir uns Viren als Schwarmangreifer vorstellen? Also gibt es eine Sozialität des Virus selbst? Sind Virus isolierte Partikel, die in einzelne Zellen eindringen, dort nach einem bestimmten Mechanismus sich replizieren? So stellen wir die uns in der Regel im Moment ja vor und so weiter. Ja. Also davon hängt vieles ab. Aber ich würde sagen, dass prinzipiell der Umgang mit dem Virus, also angesichts dessen, dass wir mit verschiedenen Viren auch verschiedener Gefahr verschieden umgegangen sind, historisch und selbst auch in der Lebenszeit vieler hier Anwesender, beweist das meines Erachtens, dass zunächst einmal die These richtig sein muss, dass unser Umgang mit dem Virus die Gesellschaft verändert, nicht aber das Virus selbst. Das scheint eine plausiblere Lesart. Aber wie gesagt, das ist nicht so einfach zu beantworten am Ende des Tages. Da bräuchten wir dringend echte Forschung. Darf ich da was ergänzen? Ja, aber natürlich. Ja, oder darauf antworten, wie auch immer. Also ich stimme in allem zu. Und mir kommt aber ein Begriff in den Sinn, den Bambra stark gemacht hat, indem sie gesagt hat, jede Pandemie ist eine Syndemie. Und dieser Syndemie-Begriff kommt aus der HIV-Forschung, eigentlich aus den USA. Und das bedeutet, dass die sozioökonomisch Schwächeren und ohnehin schon Belasteten durch eine Pandemie noch einmal verschärft getroffen werden und noch einmal mehr belastet werden als diejenigen, die von einer besseren Situation aus starten. Also insofern, so kontraintuitiv das vielleicht erstmal klingen könnte, dass man sagt, das Virus bewirkt auch sozial etwas, muss man sagen, dass diese Grenze zwischen dem Biologischen und dem Sozialen vielleicht gar nicht so scharf ist, wie wir uns das ontologisch vorstellen, sondern ein Virus eben tatsächlich, die auf eine soziale Wirklichkeit stößt, wo es bessere Transferbedingungen und Infektionsbedingungen vorfindet und auch zu stärkeren Krankheiten und Folgen führt und dann in der Folge halt auch nochmal soziale Ungleichheit verschärft. Aber das ist ja diese Katalysator- oder Brennglasfunktion, die ja vielfach zu beobachten ist im Zusammenhang jetzt mit dem Virus. Aber Herr Professor Gabriel, die Welt war doch eigentlich immer ein gefährlicher Ort. Haben wir vielleicht auch verlernt, den richtigen Umgang mit Gefährdungen in unserer hochkomplexen, aber ja auch vielfach abgefederten und abgepufferten Welt zu erlernen? Also ist die Moderne vielleicht auch besonders anfällig für krisenhafte Situationen, stärker als frühere Gesellschaften? Ich glaube, wenn wir uns die Moderne, die lasse ich persönlich immer beginnen mit der Industrialisierung, die auf die Französische Revolution folgt, so setze ich das Datum, darüber kann man sich streiten. Also ich sehe die Moderne als einen circa 200 Jahre währenden Prozess. Und wir stehen jetzt meines Erachtens in der Tat in dieser Phase, wo wir alle diese Brennglaserfahrung machen in verschiedenen Varianten. Mir scheint jetzt bedeutsam zu sein, dass man sehr viele Menschen hört sogar die Bundeskanzlerin, die so etwas sagen wie, das sei ja überhaupt die erste Pandemie in der Bundesrepublik und so weiter. Und man hört das häufiger. Und da wundere ich mich immer, wo wart ihr denn? Ja, also ich meine, AIDS, Frau Wopen hat das angesprochen, wir müssen dringend auch studieren, den Unterschied in den Verhaltensweisen gegenüber HIV und Verhaltensweisen gegenüber Corona, auch Diskriminierungserfahrungen, die eingehen an beiden Stellen und so weiter. Also das ist natürlich ein grober Unsinn, als wäre das jetzt die erste Pandemie.
oder auch überhaupt das Jahrhundertereignis. Also viele Menschen haben den Eindruck, seit der spanischen Grippe sei das jetzt das erste Mal, dass so etwas geschehe. Und das trifft natürlich nicht zu. Und dadurch wirft sich auch die Frage auf, warum sind wir auf diese spezifische Weise verwundet? Also welche Art von Trauma verarbeiten wir gerade gesellschaftlich und wie gut tun wir das? Also es gibt hier sicher eine traumatische Erfahrung, die damit zu tun hat, dass wir eine nicht problematische Risikowahrnehmung haben als Individuen und auch als Gesellschaft. Das ist ja teilweise natürlich auch gut erforscht, psychologisch, verhaltensökonomisch und so weiter, warum das so ist bei Menschen. Aber ich glaube auch, dass hier die Risikowahrnehmung mit all ihren Fallstricken eine große Rolle spielt im Umgang mit dieser Pandemie. Und dann wiederum, um den Punkt von Frau Wopen aufzugreifen, auch für das Virus selbst, das eben kausal eng verwoben ist mit unseren sozioökonomischen Transaktionen. Am Anfang, Frau Professor Wopen, waren ja von der Politik, also zu Beginn eben der Pandemie, vor allen Dingen die Virologen, die Epidemiologen gefordert und gefragt und haben auch so ein bisschen, das ist zumindest der Eindruck, auch das Handeln der Politik geleitet und gelenkt. Inzwischen haben wir gemerkt, es ist alles sehr viel komplexer. Das ist ja etwas, was Sie eigentlich doch auch im Ethikrat, denke ich mal, bearbeiten, also die Komplexität dieses Phänomens. Wann hat die Politik sich denn an Sie gewandt? Wann sind Sie mit Ratschlägen, wann haben Sie mit Ratschlägen aufgewartet und wie ist Ihnen gefolgt worden? Also kurz, wie war Ihre Erfahrung mit der Politik? Ja, jetzt bin ich ja im Europäischen Ethikrat und ja, nicht im Ethikrat. Da müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt bitte gut unterscheiden. Denn unsere Empfehlungen richten sich ja an die Europäische Kommission und nicht an die deutsche Bundesregierung oder das Parlament. Wir haben uns im Europäischen Ethikrat sehr früh mit einer Stellungnahme zur Solidarität in der Europäischen Union zu Wort gemeldet und das ist sehr aufmerksam aufgegriffen worden. Was wir dann gemacht haben, und das spielt genau da rein, was Sie ansprechen, wir haben uns mit der Gruppe der hochrangigen Wissenschaftsberater der Europäischen Kommission zusammengetan. Das sind die Group of Chief Science Advisors, 7 Menschen, und haben 3 gemeinsame Stellungnahmen verabredet. Die erste handelte um die Wissenschaftsberatung, um also erstmal auch klarzumachen, wie erfolgt denn eigentlich nach welchen Prinzipien idealerweise Wissenschaftsberatung in einer solchen Krisensituation, in der noch viel unbekannt ist, in der man viel herausfinden muss, um sie zu bewältigen und in der auch viel vielleicht dauerhaft unbekannt bleibt. Transparenz war ein großes Stichwort, die Kommunikation etc. und die Multidisziplinarität, also tatsächlich eine Einbeziehung aller wissenschaftlichen Brillen. Es gibt wohl kaum eine, die nicht zur Bewältigung der Pandemie beitragen kann und muss, denn es ist ja die gesamte Lebenswirklichkeit jedes Individuums und jeder gesellschaftlichen Schicht und jedes Lebensbereiches auf der ganzen Welt, das in Mitleidenschaft gezogen wird und betroffen ist. Und die Wissenschaften haben natürlich ihren enormen Fortschritt dadurch erreicht, dass sie eine bestimmte methodische Brille haben und einen bestimmten Ausschnitt aus der Wirklichkeit dann unter restringierten Bedingungen untersuchen. Aber wenn man dann die tatsächlichen Probleme in der Wirklichkeit bearbeiten will, muss man ja all diese Brillen und Methoden zusammenbringen. Also das war uns wichtig hervorzuheben. Die zweite Stellungnahme ist auch schon rausgekommen, die ist deutlich dicker, 100 Seiten. Da geht es um die Verbesserung von Pandemie-Management und auch Vorbereitung auf eine nächste Pandemie, auf eine nächste Welle. Das wird ja nicht die letzte Pandemie sein, nach menschlichem Ermessen. Und die dritte Stellungnahme hat nun gerade angefangen, da möchten wir die Europäische Kommission beraten im Hinblick auf Krisenresilienz insgesamt, also unterschiedliche Arten von Krisen, nicht nur eine gesundheitliche. Sie fragt nach der Erfahrung, die wir gemacht haben. Unsere zweite Stellungnahme ist sehr schnell von der Europäischen Kommission aufgegriffen worden, in unterschiedlichen Kommunikationen bereits an das Europäische Parlament und den Rat etc.
im Hinblick auf die Gestaltung des europäischen Gesundheitsraumes, also auch zum Beispiel bei grenzüberschreitenden schweren Gesundheitsgefährdungen etc., bei der Gründung von Einrichtungen, die koordinierende Funktionen übernehmen. Denn eine der Erfahrungen, die wir nun alle gemacht haben, auch in Deutschland, ist, die zentrale Koordination fehlt. Und das haben Sie auch moniert? Das haben wir moniert. Wir haben dazu konkrete Vorschläge gemacht, für die europäische Ebene natürlich. Und das ist auch aufgegriffen worden. Wie ist denn die Abstimmung, wenn ich das noch anschließen darf, die Abstimmung mit dem Gremium, dem Sie ja früher vorgesessen haben, nämlich mit dem Deutschen Ethikrat? Das ist, Sie sind untereinander in einem engen Kontakt und es gibt da auch so eine gemeinsam verfolgte Linie, also zwischen den nationalen Ethikräten, da wo es so etwas gibt, und eben Ihre Einrichtung, dem Europäischen Ethikrat. Ja, der Europäische Ethikrat besteht aus Einzelmitgliedern, die jetzt nicht nochmal ihrem Mitgliedsland, wo sie hier stammen, in irgendeiner Form verpflichtet sind oder da zusammenarbeiten. Gleichwohl sind die nationalen Ethikräte miteinander verknüpft. Im Forum nationaler Ethikräte findet dort immer unter der Ratspräsidentschaft alle halbe Jahre ein Treffen statt im europäischen Raum. Und das hat auch stattgefunden, dort hat auch ein Austausch stattgefunden zum Pandemie-Management. Aber naturgemäß gibt es natürlich auch unterschiedliche Themen, die dann von den Ethikräten aufgegriffen werden. Also der Austausch ist da, aber es gibt jetzt kein einheitliches Arbeitsprogramm. Ja. Professor Gabriel, letztlich geht es ja im Augenblick vor allen Dingen um eine Abwägung von Sicherheit gegen Freiheit, Freiheit gegen Sicherheit bei dem Umgang eben mit dieser Pandemie. Was für eine Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht auch die Tatsache, dass wir in Europa und in Deutschland ja im Speziellen es zu tun haben mit alternden Gesellschaften? Da ist ja erfahrungsgemäß das Bedürfnis nach Sicherheit größer als in Gesellschaften, die deutlich jünger sind als unsere. Spielt das jetzt auch eine Rolle? Beobachten Sie das auch und wie bewerten Sie das? Also es ist interessant, ich beobachte tatsächlich eher in Zuschriften, die ich so erhalte oder auch dann in Gesprächen mit Menschen, die gerne in der Debatte natürlich markiert werden als besonders gefährdet und so weiter, so und so alt. Es gibt ja diese Markierungen, die wir im Moment alle haben, teils problematischen. Und viele solche Menschen wenden sich an mich, um mir zu sagen, dass sie das gar nicht so sehen, sondern dass sie selbst meine liberalsten Äußerungen immer noch für zu zurückhaltend erachten und sich paternalistisch bevormundet. Das sind so Formulierungen, die dann kommen, fühlen mit dem Umgang mit dieser Pandemie. Ob nicht, also eingesperrt ins Altenheim, dort auch nicht geschützt und so weiter. Das heißt, ich kriege dort eher eine völlig andere Rückmeldung. Häufig auch eher noch in der ersten Welle. Ich beobachte jetzt, wie gesagt, eher aus den Rückmeldungen, Gesprächen, die ich geführt habe. Meine Mutter arbeitet auch in der Pflege, da habe ich sozusagen, ich sage immer, an der Front, was ist bei euch los, da kriege ich auch ein paar Rückmeldungen. Ich habe übrigens selber meinen Zivildienst im Alten- und Pflegebereich gemacht und habe daher noch aus früheren Zeiten Kontakte. Und also da kriege ich tatsächlich eher ein ganz anderes Bild. Ja? Also Menschen, die sagen, die sich bevormundet fühlen, die nicht wünschen, dass die kommenden Generationen das alles ertragen müssen und die nach ganz anderen Wegen suchen. Eine Intervention, die ich jüngst getätigt habe, dafür zu plädieren, dass geimpfte Personen dieses Kreises selbstverständlich sich miteinander treffen sollen, so viele wie möglich. Die werden nicht mit 10.000 80-Jährigen werden vielleicht kein Madonna-Konzert veranstalten wollen, aber die wollen vielleicht auch essen gehen oder ins Theater und so weiter. Und ich kriege eher diese Rückmeldung, also dass da ein Freiheitsbedürfnis besteht. Und im Allgemeinen nehme ich das auch so wahr, dass das Verhältnis Freiheit-Sicherheit, das Sie ansprechen, völlig aus den Fugen geraten ist in der Pandemiebekämpfung. Meines Erachtens müssen mindestens zwei Prinzipien gelten. Eines nenne ich den virologischen Imperativ, schütze so viele Menschen vor den Gefahren des Virus. Das ist ziemlich offensichtlich als Spielregel. Das andere ist aber der demokratische Imperativ. Das heißt, erlaube möglichst viel Ausübung der Freiheit. Ja? Es wird auch häufig gesagt, nicht? Es kommt häufiger jetzt in der Debatte die kantische Definition von Recht, die nicht von Moral, wohlgemerkt, das geht da nicht um Moral an dieser Kantstelle, also dass meine Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit der anderen beginnt. Daraus folgt aber natürlich nicht, dass es zum Beispiel legitim ist, 4 Monate in einen Lockdown einzutreten, wenn es bessere Alternativen gibt, die mit mehr Freiheit vereinbar sind. Deswegen gibt es eben auch den anderen Imperativ,
möglichst viel Freiheit zuzulassen. Und derzeit scheint mir eine Schieflage zu bestehen, die ich für ethisch nicht mehr rechtfertigbar halte, schon seit vielen Monaten. Es kann natürlich auch sein, dass wir im Augenblick so einen Kipppunkt erleben und das, was Ihre Wahrnehmung ist und was so die Rückmeldungen anbelangt, die Sie bekommen, decken sich ja nicht so richtig mit dem, was Umfragen sagen, wo ja die Zustimmung zu harten Lockdown-Regelungen und zu einem relativ freiheitseinschränkenden Weg der Politik ja eher begrüßt wird. Ja, das sagen einige Umfragen, das mag so sein. Aber in der Demokratie, vergessen wir das auch nicht, ein Teil des Gedankens, warum ein demokratischer Rechtsstaat eben auch einen ethischen Wert hat und nicht nur eine x-beliebige Form der Administration ist, so eine Art Datenverarbeitung, die man dann vergleichen könnte. Wie verarbeiten demokratische Rechtsstaaten Daten? Wie macht das China und so weiter? Also, sondern ein Wert des demokratischen Rechtsstaates ist Minoritätenschutz. Ja, ein ganz wesentlicher Wert, den wir jetzt über die Rassismusdiskussion, Kinderrechtsdiskussion ja auch zu Recht seit einem Jahr geführt haben. Und wenn wir jetzt eine Minorität haben sollten von Menschen, die ihre Freiheit lieben, dann verstehe ich nicht, warum wir diese Minorität dann nicht auch schützen. Ja? Also Wege definieren. Da kann man ja ganz viele kreative Konzepte machen. Ja? Jüngst habe ich vorgeschlagen in einem Zeitungsinterview, das demnächst kommt, ja? Raves, staatlich organisierte Raves für Jugendliche mit 5 Tage Quarantäne vorher, Testpflicht beim Eingang, man kann gleich die Google-Tests noch machen und so weiter, Aerosol-Studien machen in den Räumen, Test beim Ausgang, wieder 3 Tage Quarantänepflicht. Staatlich orchestriertes Feiern wäre auch eine Möglichkeit von ganz, ganz vielen. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt die Möglichkeit, Freiheit und Gesundheit in ein Verhältnis zu setzen, das ein besseres ist als das derzeitige. Und daraus folgt meines Erachtens, dass das derzeitige Verhältnis ein schlechtes ist. Sehen Sie das auch so, Frau Professor Böpen, dass man eben Regelungen schafft, wie Sie gerade Herr Professor Gabriel vorgeschlagen hat, also dass man die Freiheitsräume dann auf eine andere Art und Weise organisiert als früher vielleicht, aber deutlich besser, als es im Augenblick so bei einem flächendeckenden Lockdown für alle geschieht. Und spielt das bei Ihren Überlegungen und bei Ihren Ratschlägen, die Sie der Politik geben, auch eine Rolle? Das spielt eine ganz herausragende Rolle tatsächlich, denn es geht ja schon eine ganze Weile darum, ermöglichende Strategien zu fahren und nicht nur einschränkende, also nicht auch nur reaktiv, sondern proaktiv unterwegs zu sein politisch. Wir haben viele Technologien, die uns dabei unterstützen können. Und es gibt diese Technologien, die müssen noch nicht mal mehr erfunden werden, sondern es haben sich viele findige Bürger und Bürgerinnen auf den Weg gemacht und aus ihrer Situation heraus Lösungen erarbeitet, die uns alle jetzt unterstützen könnten. Dazu gehören die Schnelltests und die Selbsttests, die am besten vielleicht sogar täglich von uns ganz normal routinemäßig morgens angewandt werden könnten. Und dann würden die infektiösen Menschen zu Hause bleiben, hätten schnell einen Zugang zu einem PCR-Test, der das bestätigt oder eben auch nicht bestätigt. Und auch wenn diese Tests nicht perfekt sind, dann macht das nichts. Denn immerhin werden, sagen wir mal, vielleicht 50% der Infektiösen gefunden. Und wenn man das täglich macht, dann haben wir die Pandemie wunderbar unter Kontrolle. Also bei mir läuft alles unter dem Titel Freiheit in der kontrollierten Pandemie. Es gehören aber noch andere Technologien dazu. Beispielsweise, es gibt auch Unternehmen schon in Deutschland, die haben solche kleinen Armbänder oder man kann sich's an den Gürtel stecken. Das sind Abstandsmesser, die aber auch Daten speichern, natürlich verschlüsselt. Genau. Damit, das zieht man an, wenn man ins Unternehmen reingeht, steckt es wieder in die Ladestation, wenn man aus dem Unternehmen rausgeht. Und wenn dann einer positiv getestet wird, kann man das so koppeln, dass man alle die, die ihm in einer bestimmten Zeitdauer auf einem bestimmten Abstand nahe war, tagesgleich informieren kann darüber, damit sie eben selber vorsichtig sind und schauen, ob sie sich infiziert haben. Das wäre ja auch datenschutzrechtlich vermutlich unproblematisch. Das ist völlig unproblematisch. Frau Wuppen, passiert das denn nicht? Also warum werden solche Vorschläge, wie sie Herr Gabriel gerade gemacht hat, wie Sie sie gerade nochmal konkretisieren mit den technischen Möglichkeiten, die offensichtlich ja schon zur Verfügung stehen, warum wird das nicht umgesetzt? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das werde ich oft gefragt, aber leider stecke ich in diesen Köpfen der Politikerinnen und Politiker auch nicht drin, um das zu sehen. Also ich kann auch nur orakeln, was mögliche Beweggründe sind. Ja, machen Sie mal. Naja, das eine ist eben, dass man einmal mit diesem Lockdown im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht hat. Aber da wusste man natürlich viel weniger. Da gab es auch die Technologien nicht. Es gibt jetzt zum Beispiel auch eine App. Da kann man sich an jedem Geschäft, jedem Restaurant, jedem Konzertsaal, steht ein QR-Code am Anfang, kann man sich einchecken, wieder auschecken und hat auch eine schnelle, umfassende, tagesgleiche Infektionskettennachverfolgung unter Einbeziehung der Gesundheitsämter. So ein, das läutet auch den zweiten Grund, deswegen habe ich gerade diese Schleife eingelegt. Die Gesundheitsämter kommen einfach nicht flächendeckend zu Potte mit der Digitalisierung und mit einer klaren Infektionskettennachverfolgung. Es gibt hervorragend aufgestellte Gesundheitsämter und es gibt welche, die schlafen immer noch vor sich hin. Es ist auch nicht klar, warum das nicht deutschlandweit einheitlich geregelt wird, sondern dann jedes Bundesland wieder eigene Vorortkämpfe in irgendeiner Form führt. Dann habe ich jetzt auch gemerkt, dass die Diskussion um die Corona-Warn-App beispielsweise im Gesundheitsministerium schon für manche traumatisch war. Wir hatten ja damals die sogenannte PEP-PT-Lösung, das wäre eine zentrale Datenspeicherung gewesen. Das wäre hervorragend gewesen, weil man dann tatsächlich einen epidemiologischen Überblick gehabt hätte. Mit der dezentralen Datenspeicherung weiß man ja viel nicht über das, was bei den Ansteckungen tatsächlich geschieht. Deswegen kann man dann die Maßnahmen auch nicht passgenau zuschneiden, sondern muss mit so einer Schrotschusstaktik wie dem Lockdown arbeiten. Also hier wird zum Beispiel, nachdem man so viel Energie und Geld in die Corona-Warn-App gesteckt wird, gibt es auch eine gewisse Zurückhaltung, jetzt nochmal eine neue App auf den Markt zu bringen und vielleicht noch einmal in Datenschutzdiskussionen zu kommen. Vielleicht ist da so eine gewisse Mürbigkeit auch bei dem einen oder anderen da, der vielleicht es nicht schafft, nochmal einen Schritt zurückzutreten und nach dem Ganzen, was sie ja auch geleistet haben, ich meine, wer von uns möchte das auch so schon übernehmen? Man muss das ja auch erstmal wertschätzen, was da rund um die Uhr über die vielen Monate an Einsatz geleistet wurde. Also da jetzt nochmal zurückzutreten, frischen Blick drauf zu setzen und zu sagen, so Leute, wir krempeln jetzt nochmal die Ärmel hoch und machen jetzt mal das Sicherheitsnetz unter die Impfungen. Die Impfungen werden halt ein bisschen verherrlicht, habe ich den Eindruck. Also es wird auf die Herdenimmunität gesetzt. Ich hoffe auch, dass die kommt, aber sicher ist das nicht. Und deswegen braucht man meiner Meinung nach dringend ein Sicherheitsnetz für eine Mutation, die die Impfungen umgeht, für eine zu kurze Dauer des Impfschutzes für die Geimpften, die dann löchrig wird, wo doch wieder Infektionen stattfinden in Altenheimen. Oder eben auch dafür, dass gar nicht genug Menschen in der Bevölkerung sich letztlich dazu bereit erklären. Denn die Durchimpfung müsste deutlich über 80% liegen bei den etwas ansteckenderen Mutanten und Varianten, die da jetzt so aus den unterschiedlichen Ländern kommen. Und da sind wir noch nicht umfragengemäß bei dieser Bereitschaft. Also ich würde nicht ausschließlich auf Impfungen setzen wollen, so großartig ich das finde, dass die Wissenschaft das in dieser Zeit geschafft hat, sie zur Verfügung zu stellen. Das hört sich jetzt nicht gerade mutmachend an, was Sie sagen. Aber ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Und zwar gab es ja und gibt es ja dieses hässliche Wort auch von dieser Virologendiktatur. Also die Politik lässt sich wie ein Tanzbär durch die Manege ziehen von den Virologen. Herr Gabriel, hat man am Anfang zumindest zu wenig darauf gesetzt, dass Kompetenz im Umgang mit solchen Phänomenen, so sehr komplexen Phänomenen, dass das vielleicht auch Sachverstand aus vielen anderen Bereichen, zum Beispiel aus der Philosophie, bedarf. Also hätte man eben stärker Soziologen, Psychologen, vielleicht auch Ökonomen und andere einbeziehen müssen und auch Philosophen bei der Beurteilung. Denn ein Virologe kennt sein Virus, der weiß auch, wie man damit umgehen muss. Im Zweifel ist er aber jemand, der natürlich Freiheit anders bewertet als ein Politikwissenschaftler oder ein Philosoph. Ganz entscheidend. Also so wie Frau Wopen hat es ja eben auch gesagt, wie im Europäischen Ethikrat gearbeitet wird und die Beschreibungen, die sie auch angegeben hat, resultieren natürlich genau aus einer solchen multiperspektivischen Beschäftigung mit einem komplexen System.
Ja, zu dem komplexen System Pandemie gehört eben, wenn wir das beobachten, natürlich nicht nur das Virus, sondern wir, unsere Verhaltensweisen, die Pandemiemüdigkeit, wie die jetzt heißt, und so weiter und so weiter. Und es ist trivial, dass ein Virologe sagen wird, habe keine Kontakte. Wenn also Christian Drosten sagt, aus Sicht der Wissenschaft sind Reiseverbote sinnvoll, ach, Überraschung. Aus Sicht meines Zahnarztes ist die Vermeidung von Haribo sinnvoll. Das weiß ich aber auch, ohne ihn zu fragen. Daraus folgt aber natürlich nicht, dass ein Haribo-Verbot eine gute Idee ist, sondern nur, wenn ich möglichst keinen Zucker an meine Zähne lassen möchte und so weiter. Das heißt, die relevante Einbettung von teils virologischen Plattitüden, ja, also das Virus springt über, wenn man in der Nähe eines Menschen ist und keine Maske trägt. Das ist gut zu wissen, das wissen wir jetzt aber seit einem Jahr. Und damit ist das erstmal durch. Ja? Und sehr viel, natürlich brauchen wir die Virologie zum Sequenzieren und so weiter, aber sie ist eine notwendige, aber überhaupt nicht hinreichende Wissensgrundlage für die Frage, wie wir als Gesellschaft mit dieser Pandemie umgehen und auch, wie wir aus der Pandemie herauskommen. Und da sehe ich tatsächlich eine höchst problematische Fehlstellung in der Öffentlichkeit, aber auch in kleineren Beraterrunden, die natürlich in spitzenpolitischen Positionen stattfinden. Eine wohltuende Ausnahme dafür ist zum Beispiel der Pandemierat hier in Nordrhein-Westfalen, dem Frau Wob mir angehört, der von Minute 1 an so besetzt war. Und so müsste das natürlich die ganze Zeit laufen. Aber dazu gehört noch mehr. Nicht? Sie haben schon die Politikwissenschaft angesprochen. Wir brauchen aber auch, was weiß ich, Hispanistinnen, die uns etwas, die sich zu Wort melden, wenn wieder irgendwelche peinlichen Stereotype herumgeistern. Wir brauchen Anglisten, die sagen, ihr dürft das nicht das britische Virus nennen. Vom britischen Virus zu reden, hat das intellektuelle Niveau von Donald Trump, der vom China-Virus gesprochen hat. Es gibt kein britisches Virus. Es gibt auch keine brasilianische Mutante. Ja, das ist eine Schande, dass so geredet wird. Das ist medizinisch nicht korrekt. Das suggeriert Erkenntnisse, die keiner hat. Wo kommen die her? Und so weiter und so weiter. Ja, da braucht man postkoloniale Forscher zum Beispiel, mit denen ich mich in letzter Zeit viel unterhalten habe, über die Wahrnehmung, was bedeutet es, dass die Deutschen so reden. In Brasilien hat noch niemand von der brasilianischen Mutante gehört, beiläufig gesagt. Und die britische heißt in England die Kent Mutation. Die heißt dann nicht die British Mutation. So, das muss man analysieren. Nicht? Dazu brauchen Sie zum Beispiel jetzt andere Mitglieder der philosophischen Fakultät, die das analysieren und auch sofort korrigieren. Ja? Das wäre wirklich multidisziplinäre Beratung. Die würde noch weit über das hinausgehen nicht? Und das Gesamtsystem beschreiben. Denn wir haben ja auch so etwas, nicht EU-gefährdende Grenzschließung, die ich für absolut nicht vertretbar halte in keiner relevanten Welt. Ja, die EU gefährden. Wir müssen beobachten, was passiert im Nachbarland Frankreich etc. Nicht? Kommt das Rassemblement National? Stellen die etwa die Präsidentin nächstes Jahr? Das sind alles Fragen, die hier verzahnt sind. Und deswegen ist in der Tat ist so, dass ich es für ein großes Problem halte, dass wir in der Tat seit einem Jahr immer nur auf eines achten, was ein entscheidender, aber wie gesagt notwendiger, nicht hinreichender Faktor ist, nämlich die Frage, wie viele Menschen sind wann wie infiziert, ohne uns dabei aber bekanntlich auch nur zu fragen, wo finden die Infektionen statt. Das heißt, das Abstraktionsniveau epidemiologischer Modelle scheitert an der Wirklichkeit, was beweist, dass epidemiologische Modelle alleine nicht den Erkenntniswert haben, den wir ihnen zutrauen. Das ist eine wissenschaftstheoretische Plattitüde, das hätte man auch seit einem Jahr sagen können. Nicht, weil die epidemiologischen Modelle schlecht sind, die sind genauso gut, wie sie sind. Ja? Und die Virologie, das sind herausragende Wissenschaften, wunderbar, keinerlei Kritik folgt daraus, sondern nur, dass sie mit einem epidemiologischen Modell und mit zwei Virologen oder drei Virologinnen und dann noch Mobilitätsstauforscher dabei aus der Physik oder so, damit lösen sie keine Pandemie, das ist völlig klar. Ist ja ohnehin interessant, also dieser Rückfall in das Nationalstaatliche, das auch das nationalstaatliche Denken, sodass auch ein Ansatz, wie er ja breit gesehen wird, wie man damit umgehen soll mit dieser Pandemie, ja immer eher irgendwie sozusagen nationalstaatlichem Denken folgt. Ist die Gefahr, Frau Wuppen, dass wir wieder so in einen Nationalismus zurückfallen angesichts eines Virus? Es ist eine Pandemie, also es ist ja kein nationaler Virus, der uns da, kein nationales Virus, das uns da befallen hat, sondern das kennt ja keine Grenzen. Machen wir da gerade gedanklich einen großen Fehler bei der Bearbeitung dieses Themas? Ja, machen wir.
es ist schon erschütternd, mit welcher Selbstverständlichkeit auch bei der Verteilung des Impfstoffs sehr vehement national gesprochen wird. Selbstverständlich habe ich jedes Verständnis für Politikerinnen und Politiker, die sich ihrem Land, das sie gewählt hat, und ihrer Bevölkerung verpflichtet fühlen und dann schauen, dass sie ihre Bevölkerung so gut wie möglich versorgen. Dieses Interesse, dieser Impuls ist verständlich. Es ist auch gut, dass von vornherein der europäische Gedanke stark gemacht wurde, auch wenn er vielleicht nicht so arg dominiert hat. Und es ist auch gut, dass die Europäische Kommission den internationalen Gedanken stark gemacht hat. Aber in der öffentlichen Diskussion, würde ich sagen, spielte das doch eine recht untergeordnete Rolle. Also das Interesse, warum läuft das hier nicht gut? Warum haben wir nicht genug? Und wenn wir dann mal alle Deutschen durchgeimpft haben, dann können wir ja den Rest den ärmeren Ländern geben, hörte man sogar von der MP-Ebene. Also das sind so Äußerungen, die die Diskussion natürlich schon auch geprägt haben. Und da ist ein impliziter nationalistischer Kern drin, der nicht positiv wirken muss. Und wenn etwas schief läuft, ist es gerne ein Brüsseler Problem, das uns da vor die Tür gelegt worden ist. Also siehe Impfstoffbeschaffung. Aber es gibt eine sehr schöne Initiative des International Science Council. Das ist die einzige Non-Government-Organisation, die Wissenschaftseinrichtungen miteinander in Verbindung bringt. Und die hat jetzt tatsächlich eine Initiative gestartet, COVID-19-Szenarios aufzumachen. Also wie, mit welchen Szenarien müssen wir international rechnen und wie können wir sie vorbereiten? Es gibt ja international die COVAX-Initiative mit mehreren Akteuren, die versucht, den Impfstoff gerecht auf der Welt zu verteilen und eben auch diejenigen Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu versorgen. Im September gab es ein Kommuniqué vieler Pharmaunternehmen, die sich darauf verpflichtet haben, die Welt gerecht mit Impfstoff zu versorgen. Der Impfstoff wäre meiner Meinung nach besser konfiguriert worden als ein globales Gemeingut. Dann hätten die Unternehmen nicht bilateral mit einzelnen Ländern oder der Europäischen Kommission verhandelt, sondern es wäre zentral nach bestimmten Kriterien verteilt worden. Die WHO hat solche Kriterien entwickelt. Meinen Sie denn, da ist so Lesson learned, also das wird beim nächsten Fall besser gelöst werden und besser angegangen werden? Ich glaube noch nicht, dass wir so weit sind, dass wir jetzt schon sicher sagen können, dass es besser werden wird. Aber wir wissen, was nicht gut gelaufen ist und was wir dringend aufarbeiten müssen. Aber schon diese Aufarbeitung ist komplex. Also das International Science Council macht sich da jetzt mal auf den Weg. Aber das wird sicherlich noch ein langer Weg. Der muss ja auch viele Menschen erreichen und mitnehmen. Und es gibt nicht zuletzt völkerrechtliche Implikationen. Denn das alles auf freiwilliger Ebene in einer Staatengemeinschaft, wie wir sie jetzt erleben, ist nicht zwingend erfolgversprechend, je nach den Handeln, die wir führen. Insofern wäre es schon gut, wir würden auch bei den völkerrechtlichen Instrumentarien ein gutes Stück weiterkommen. Das heißt, da müsste ein viel größeres Maß an Zusammenarbeit erfolgen, das dann auch sozusagen in Rechtsform gegossen ist, also das dann völkerrechtlich abgesichert wird. Das wäre ideal. Was im Augenblick ja nicht zu einer Welt passt, die sich eher entglobalisiert und den Nahbereich dann so für den Kosmos hält. Herr Gabriel, hat sich eigentlich unser Verhältnis zur Wissenschaft verändert durch dieses letzte Jahr, das wir erlebt haben? Ich hatte so am Anfang den Eindruck, dass man sagt, naja, da ist ein Virologe, der weiß ganz genau, was jetzt passiert und was jetzt daraus folgen muss. Und dann gab es ein großes Erstaunen, dass auf einmal ein zweiter Virologe auftrat und sagte, ich sehe das anders, schätze das anders ein, das nimmt einen anderen Weg. Und auf einmal so das Bild einer Kakophonie entstand. Haben wir ein falsches Verständnis als Gesellschaft, ein falsches Verständnis von Wissenschaftsbetrieb, weil wir immer denken, da kommt jetzt sozusagen eine unumstößliche und für alle Zeiten und umfassend geltende Regel oder Erkenntnis, anstatt anzuerkennen, dass ja Erkenntnisgewinn gerade durch Zweifel, Widerspruch und so weiter entsteht, gerade in der Wissenschaft. Waren wir dazu gläubig und haben Kirche mit Wissenschaft verwechselt oder Wissenschaft mit Kirche?
Ja, also meine erste öffentliche Stellungnahme, Bonner Generalanzeiger seinerzeit letztes Jahr, im März oder Februar sogar schon, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich das, ich drücke das jetzt einfach nochmal mit derselben Polemik aus, weil es zugespitzt ist. Ja? Da habe ich gesagt, wir sind über Nacht vom postfaktischen Zeitalter. Also es gibt keine Wissen, es gibt keine Wahrheiten, kein Wissen, alles ist Meinung, man muss es nur miteinander diskutieren. Umgeschlagen in ein wissenschaftsgläubiges Nordkorea. Das war meine Bezeichnung für den ersten Lockdown gegen Ende. Der war zunächst völlig berechtigt aus allen Gründen. Ich sehe diesen großen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten. Aber nicht Wissenschaftsgläubigkeit, wenn man so will, oder Zientismus, wie wir in der Philosophie gerne sagen, ist hier auch ein Problem. Das heißt, das Verhältnis in die öffentliche Verhandlung von Wissenschaft ist tatsächlich höchst problematisch. Alleine der Personenkult, ja, die Figuren, Team dies, Team das und so weiter, das wird leider, was sehr irritierend ist, medial befeuert. Das Schaulaufen der Virologen war es, das setzt sich ja weiterhin fort, insbesondere auf Twitter, aber auch an anderer Stelle. Das ist tatsächlich ein gigantisches Problem, weil natürlich diese religiöse Erwartung, wenn man so will, die Virologen sagen jetzt, wie das geht, dann macht man 4 Wochen Lockdown und dann ist gut. Ja? Und dann ist man überrascht, dass die Virologen erst dies und dann etwas anderes sagen. Ja? Jeder Virologe, der in der Arena aufgetreten ist, und jede Virologin, können Sie, wenn Sie das nachverfolgen, das wird dann immer nur auch ganz gerne vergessen, wird Ihnen, als ich noch schon mit Maske und Handschuhen, weil ich viele Freunde in Japan habe, durch den Supermarkt gelaufen sind, erinnern Sie sich an die Erstphase, als man zu den Ersten vielleicht gehörte, der mit Maske hat, wie man merkwürdig angeschaut wurde letztes Jahr. Das war die Phase, als wirklich jede einzelne Person, die danach in der Öffentlichkeit als Virologe und Virologin gefeiert wurde, noch gesagt hat, das ist harmloser als die Grippe. Der Vergleich mit der Grippe, ja, stammte von denjenigen Personen, die dann später in der Öffentlichkeit waren. Können Sie für jede einzelne Person, das Internet vergisst nicht, nachvollziehen. Ja? Und so, und das ist aber auch ganz natürlich, das hat sehr viel mit Forschung und so weiter zu tun. Das heißt, Wissenschaft schreitet ja nur voran, auch in einer solchen Pandemie, weil Fallibilitätsbedingungen gelten. Ja? Also jede wissenschaftliche Theorie und so weiter ist eingebettet in einen großen Apparat von Annahmen. Eine einzelne Messung ist nicht fallibel. Ja? Also wenn man jetzt herausfindet, das und das sind die Spike-Proteine des Virus, dann sind das halt die Spike-Proteine des Virus. Ja? Daraus folgt aber nicht so viel, wie die Menschen sich dann denken. Ja? Wir können wunderbar schnell das Virus sequenzieren und dann erfreulicherweise eben Stoffe herstellen. Dann kommt aber die Überraschung Corona-Mutante. Das können Sie nicht mehr auf diese Weise modellieren. Ja? Und so ist das eben überall in der Wissenschaft, dass es zu Wissenschaft wesentlich gehört, dass erstens verschiedene Personen verschiedener Meinung sind bezüglich derselben Sache und dass zweitens genau dadurch die Wissenschaft befeuert wird und Fortschritte macht, weil man die Lücke im eigenen Annahmeapparat ja nur sieht, weil es andere gibt, die korrigieren. Ja? Wissenschaft ist Bereitschaft dazu anzuerkennen, dass wir alle korrekturbedürftig sind. Ja, das ist das Leben einer Wissenschaftlerin, ja, besteht darin, sich nach Korrektur zu sehnen, ja, nicht nach Recht haben. Man weiß ja, was man glaubt. Das ist nicht so interessant. Ich möchte ja wissen, was falsch sein könnte an dem, was ich glaube. Deswegen publiziere ich. Ich publiziere nicht, um mitzuteilen, was der Fall ist. Ich habe zwar Recht, aber wie dem auch sei, ich publiziere, um kritisiert zu werden. Das ist der Witz. Und das irritiert natürlich jetzt auch in der Öffentlichkeit. Deswegen gibt es diese ganz merkwürdige Einstellung, nicht, was wir alles hören mussten über Preprint-Server und Peer-Review und so weiter und so weiter. Das war wirklich haarsträubend. Und da war ich doch entsetzt darüber, welches niedrige Niveau die Wissenschaftsredaktionen, und ich sage es hier insbesondere die des Spiegels, haben. Das hat mich tatsächlich schockiert, was da in den Wissenschaftsredaktionen los ist. Ja, auf die Medien kommen wir da gleich noch. Aber es ist ja zumindest nachvollziehbar, dass Menschen in Krisensituationen dann auch stärker zum Instrument des Glaubens greifen, weil ihnen das zumindest vorübergehend das Gefühl von Sicherheit dann suggeriert. Vielleicht ist das auch bei uns ausgeprägter als anderswo. Aber die Rolle der Medien haben Sie auch schon angesprochen, Frau Wopen. Wir haben ja am Anfang der Pandemie diese
wirklich schrecklichen Bilder gesehen aus Bergamo, aus Oberitalien, wo dann eben bei nächtlicher Beleuchtung dann Lastwagen vollgeladen mit Särgen unterwegs waren. Inwieweit hat das denn dann auch das Handeln mit beeinflusst, also das politische Handeln und das Klima beeinflusst? Konnten Sie das so nachvollziehen, wie das dann gelaufen ist? Oder haben wir als Gesellschaft dann zu emotional reagiert? Hätten wir da auch cooler sein müssen im Angesicht dieser Bilder? Wie ist Ihre Einschätzung da? Ja, das waren ja tatsächlich ganz dramatische Bilder. Und wir haben darauf, denke ich, nicht so emotional reagiert. Ich glaube auch nicht, dass die Politik sich vor allen Dingen durch diese Bilder hat so etwas veranlassen lassen, was dann über das Ziel hinausgeschossen wäre, sondern dieser Lockdown war einfach angezeigt, er war begründet. Und dass die Menschen das so gut mitgemacht haben beim ersten Lockdown, das mag auch an diesen Bildern gelegen haben, weil der Schock so tief saß, weil die Angst so tief saß, auch in solche Situationen hinein zu geraten, hat man dann vor lauter Schreck diese Sache auch mitgemacht, weil man ja auch davon ausging, das war für eine begrenzte Zeit. Diese Langfristperspektive und auch die Tatsache, dass man vielleicht nochmal in einen solchen Lockdown geht etc., das wurde ja nur von recht wenigen diskutiert und schon gar nicht öffentlich an die große Glocke gehangen, auch wenn viele sehr früh darauf hingewiesen haben, dass ein zweiter Lockdown im Winter oder eine zweite Welle jedenfalls im Winter sehr wahrscheinlich ist. Das hat die Politik dann leider nicht rechtzeitig aufgegriffen. Die Medien haben aber, wie ich finde, vor allen Dingen auch erstmal eine sehr gute Rolle gespielt. Viele polarisierende Formate haben auf Information umgeschaltet, weil sie gemerkt haben, dass das jetzt nicht mehr so an der Tagesordnung ist, einfach die Leute aufeinander zu hetzen, sondern Talkshows sind zu Informationsveranstaltungen geworden. Das hat, glaube ich, eine sehr gute Funktion gehabt. Es ist dann leider ein bisschen über die Monate in die Dauerschleife gegangen, ohne dass die Themen sich wirklich geändert hätten. Also man erlebt ja jetzt leider immer noch die Talkshows, die immer wieder dasselbe fragen im Sinne von, was ist falsch geworden? Wer hat da was falsch gemacht? Wer hätte was machen müssen? Ich wünsche mir jetzt in den Medien die Fragen, was können wir tun? Wohin gehen wir? Wo liegen die Perspektiven? Wo ist das Licht am Ende des Tunnels, das nicht nur den Namen Impfung trägt? Solche Fragen müssten jetzt verstärkt diskutiert werden. Ich sehe im Moment noch zu viel Schuldzuweisung. Und wenn man es jetzt mal etwas emotionaler fassen möchte, mir ist zu viel negative Energie in den Medien. Was wir jetzt brauchen, ist eine Aufbruchstimmung und eine Motivation. Und vielleicht so stark, dass wir sogar die Politik mitziehen, indem sie dann wirklich nochmal einen Sprung macht und diese Technologien auf den Weg bringt, die für uns das Sicherheitsnetz für die nächsten Monate oder gar Jahre darstellen können. Insofern gibt es aber dann natürlich auch unterschiedliche Medien. Also was auf Twitter los ist, ist ja nicht zu vergleichen mit dem Spiegel oder einer Talkshow im Fernsehen. Das muss man dann. Wobei ich Herrn Gabriel so verstanden habe, dass Twitter ungefähr das Niveau des Spiegel hat und umgekehrt. Also, ja, da wäre ich vielleicht etwas anderer Meinung. Ja, gut. Gut, die sozialen Medien spielen da sicher auch nochmal eine Rolle, vor allen Dingen mit dieser Zeichenbegrenzung, die sie da zur Verfügung haben. Das kann ja dann immer nur holzschnittartig sein und ist ja dann auch nur von begrenztem Erkenntniswert, aber für die Stimmung natürlich nicht ohne Bedeutung. Aber geben Sie uns doch mal so ein Stück Hoffnung, damit eben, oder unterfüttern Sie das mit ein paar Fakten, dass also eben das Feuer der Hoffnung in uns wieder etwas kräftiger lodert als bislang. Also gibt es irgendwelche Dinge, die Sie sehen, bezogen auf die Zukunft, also auf das zweite Jahr, das jetzt bald beginnt, wo Sie sagen, ja, da ist tatsächlich irgendwie Hoffnung angesagt und da entwickeln sich die Dinge positiv und wir können zurück zu
einer Form von Normalität, mit der wir leben können und die auch eben diese Freiheitsbeschränkungen nicht mehr in dem Maße sieht, wie wir sie im Augenblick erleiden müssen. Also immerhin hat Frau die Bundeskanzlerin ja jetzt eine Taskforce eingerichtet unter Leitung von Helge Braun, um einen Stufenplan zu entwickeln. Das Robert-Koch-Institut hat einen Stufenplan vorgelegt, der eben jetzt nicht wieder nur an die Inzidenz ansetzt, sondern mehrere Kriterien in den Vordergrund stellt. Es gibt die Schnelltests und die Zulassung jetzt auch schon einiger Selbsttests. Das ist alles kommunikativ und strategisch noch nicht ideal aufgestellt, aber wenigstens ist mal der Anfang gemacht. Es gibt jetzt beispielsweise durch Herrn Laschet auch schon nach vorne gebracht, die Initiativen, solche App-Lösungen doch nochmal auf den Weg zu bringen. Also mir scheint es angekommen zu sein, bei jedenfalls einigen in der Politik, dass hier doch nochmal ein anderes proaktives Handeln und nicht nur ein Aussitzen angezeigt ist. Insofern mache ich mir schon Hoffnung, dass da jetzt nochmal eine neue Dynamik hineinkommt. Denn eine reine Verlängerung des Lockdowns ohne jede Aussicht ist ja erkennbar keine Alternative. Denn die Bevölkerung wird das so nicht mitmachen. Selbst die Diszipliniertesten sind mittlerweile zu einem Teil jedenfalls so frustriert, dass sie sagen, selbst wenn es diese Regeln politisch gibt, wir halten uns jetzt nicht mehr daran, wir halten das nicht mehr aus. Es gibt natürlich noch so dieses Drittel, Viertel bis Drittel in den Umfragen, die finden so einen Lockdown ohnehin ganz bequem. Ja, die haben da im Grunde gar nichts gegen. So jetzt mal rein psychologisch haben die sich da ganz gemütlich gemacht im Homeoffice oder so. Aber das hängt natürlich daran, wie man wohnt, welche familiäre Situation man hat, welche ökonomische Situation man hat, dass manche das bequem finden mögen. Gut, aber das passt natürlich überhaupt nicht zu einer lebendigen, kontroversen, pulsierenden, demokratisch-freiheitlichen Grundordnung und zu dem, wie wir unsere Gesellschaft insgesamt organisieren wollen. Wir wollen es uns ja letztlich nicht zu Hause gemütlich machen. Wir wollen ja Freiheit in allen Facetten leben. Sehen Sie auch eben so wieder die Chance auf mehr Freiheit und ein Leben, das uns einen anderen Umgang mit diesem Virus, das ja vermutlich nicht verschwinden wird, möglich macht, Herr Gabriel? Ich sehe das genau so, also was Frau Wopen beschreibt mit dem Stichwort proaktiv, die Beispiele, die sie genannt hat. Ich bin froh, da frage ich Sie nachher nochmal über das Armband. Ich hatte letztes Jahr auch mal vorgeschlagen, dass man wie diese alten Beeper aus den 90ern, weil die Armbandlösung löst nicht nur das Datenschutz- und das App-Problem. Ja, warum sollten wir unsere Daten auch, Google und Apple geben über unsere Smartphones? Das ist auch höchst problematisch. Es löst auch das Kinderproblem. Wir wollen ja nicht unseren Ein- und Zweijährigen in die Kita mitgeben, ein Smartphone, auf dem die Corona-Warn-App drauf ist. Und die Kinder werden ja auch immer vergessen. Auch bei der Impfratenfrage natürlich 80% Bevölkerung. Da sind ja auch die Kinder, für die haben wir noch keinen zugelassenen Impfstoff. Aber man löst über solche Lösungen, wie einige von denen, die Frau Wopen angesprochen hat, das sind die Selbsttests, und zwar bitte googeln, ja, oder Stab nicht bis ins Gehirn. Ja. Auch das geht alles, das geht besser als mittelalterlich. Also proaktiv, und ich glaube, das liegt sehr stark an den Bürgerinnen und Bürgern auch, wie wir in eine erlebte Wirksamkeit zurückkehren. Ich nenne dieses Projekt gerade Reboot Society und arbeite mit vielen einzelnen Akteuren zusammen, ja, auf industrieller Ebene, in der Kultur und so weiter, die genau auch dieses Interesse haben. Ich glaube nicht, dass die Politik, die Spitzenpolitik, das für uns übernehmen kann, sondern Teil dessen, was jetzt meines Erachtens passieren muss, auch für die Zukunft unseres Landes, für den Wiederaufbau, ja, nicht nur natürlich unseres Landes, aber jetzt geht es gerade mal auch um uns, müssen wir von unten nach oben die demokratischen Lösungen bringen. Die Restaurants müssen Konzepte entwickeln. Das liegt in unserer Hand. Das Warten darauf, ob die eine Ministerpräsidentin oder dieser und jener und so weiter irgendetwas beschließt, das führt ja in die Sackgasse, in der wir uns befinden. Das heißt, wir müssen aus der Starre raus. Wir müssen, genau, jeder Einzelne von uns an der relevanten Stelle. Ja, für einige, wir Professoren und Professorinnen können uns einrichten im Lockdown für immer, aber schon unsere Studierenden nicht. Ja? Das heißt, es sind ja ganz viele Menschen auf eine ganz andere Weise davon betroffen.
sodass ich es für unverantwortlich halte, tatsächlich für unverantwortlich, dass es diese Menschen gibt. Das ist in der Tat ja psychologisch inzwischen ganz gut erforscht. Das Viertel derer, die sie halt eingerichtet haben und deswegen alles immer weiter befürworten. Ja, also wir kommen nur in die Gänge, wenn wir das tun. Ja, das heißt ja Demokratie, die Wirksamkeit erfahren. Wir sind eben nicht, wie die Verschwörungserzählungen glauben, in einer Situation, wo wir von oben kontrolliert werden. Ja? Wir können gar nicht in der sein. Aber diese Schubumkehr hat es ja eigentlich zumindest auf politischer Ebene schon vorher gegeben. Also wir haben ja diese verschiedenen politischen Ebenen, die ja gerade in Deutschland im Föderalismus eben auch ein starkes Eigenleben entfalten können. Also es gab doch eigentlich auch bisher schon die Möglichkeit, Informationen, Erkenntnisse, Vorschläge von unten nach oben zu transportieren. Da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken, Frau Hoppen. Ist das zu wenig passiert? Also war da eben auch wirklich ein Land in der Schockstarre und hat da eben auch Möglichkeiten liegen lassen, die jetzt wieder aktiviert werden müssen? Also es gab relativ am Anfang der Pandemie vom Bundesforschungsministerium eine Aktion Wir versus Virus oder so ähnlich hieß das. Da wurden lauter Tech-Initiativen zusammengebracht, also oder Menschen zusammengebracht, die selber digitale Lösungen entwickeln sollten. Da war richtig Kraft drin. Und da sind auch einige Initiativen daraus entstanden, die dann gefördert sind, die etwas auf den Weg gebracht haben. Ansonsten habe ich jetzt aber persönlich gerade die Erfahrung gemacht, dass ich, nachdem ich das, was ich jetzt gerade eben auch vorgeschlagen habe, neulich bei Markus Lanz zur Sprache gebracht habe und mich danach vor E-Mails nicht mehr retten konnte von Menschen, die sagten, wir haben die App entwickelt, wir haben jenes System entwickelt, wir haben Folgendes auf den Weg gebracht, wir haben es auch der Politik geschickt und wir haben nirgendwo Gehör gefunden. Ja, also es gibt schon auch ziemlich viele frustrierte Menschen, glaube ich, mittlerweile in diesem Land, die sich unternehmerisch auf den Weg oder einfach nur innovativ beitragen, partizipativ auf den Weg gemacht haben und kein Gehör gefunden haben. Denn gut, also sie schreiben dann eine E-Mail an die Staatskanzlei oder so und was weiß ich, wo die dann möglicherweise untergeht, denn dass Herr Laschet oder andere MPs das nicht alles im Einzelnen lesen können, ist auch wieder verständlich. Und was der Apparat damit macht, ist ja nochmal die Frage. Ich hätte mir ja, das wurde aber auch letztes Jahr schon diskutiert, ich hätte mir ja einen Bürgerrat Corona gewünscht. Ja, und das bis hinunter auf die kommunale Ebene, denn da wird ja gestaltet. Aber dafür ist es ja noch nicht zu spät. Ja, dafür ist es nicht zu spät, das ist richtig. Denn es gibt so viele Ideen aus der Bürgerschaft, die ja auch schon ohne von der Politik gehört zu werden, nachbarschaftlich Unglaubliches auf den Weg gebracht haben an solidarischen Leistungen und an Dasein für die anderen Menschen. Aber auch flächendeckendere Lösungen in der Kommune, die Aufmerksamkeit zu richten auf vielleicht bestimmte Gruppen, die vergessen werden oder für die es dann Ideen gibt, auf die man als Politiker möglicherweise so gar nicht kommt. Es liegt gar nicht daran, Politiker zu sein. Jeder von uns kommt nur auf eine beschränkte Anzahl und ein beschränktes Spektrum an Ideen. Also das zusammenzubringen, hätte ja auch ganz anders nochmal motiviert. Wir sind halt jetzt doch über eine ganz lange Zeit gewohnt, dass die Politik etwas paternalistisch mit uns redet. Ja, im Grunde gibt es den erhobenen Zeigefinger und wir sollen gehorsam sein und Kontakte meiden. Das ist ja ein bisschen das Narrativ, was sich in den letzten Monaten eingeschlichen hat. Und das ist einer demokratisch-freiheitlichen Grundstruktur in der Weise nicht angemessen. Also da wäre mehr Partizipation, mehr aktive Beteiligung und das nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich schon segensreich gewesen. Das trifft ja auf die volle Zustimmung von Herrn Gabriel, nehme ich an. Also das deckt sich auch mit dem, was er eben auch gefordert hat. Die Frage ist, ob man diesen Vitalisierungsschub eben jetzt noch hinbekommen kann. Aber mal auf die Zukunft gesehen, so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Glauben Sie, Herr Gabriel, dass sich durch diese Erfahrung des letzten Jahres und vielleicht auch noch der nächsten Wochen sich grundlegend in der Gesellschaft irgendetwas ändern wird im Umgang miteinander, im sozialen Umgang, im Umgang auch mit Minderheiten, mit Schützenswerten? Glauben Sie, da ist so eine Zäsur passiert, die dauerhaft wirksam sein wird? Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, dass, ich sage das jetzt auch wieder etwas pathetisch, ja, eine Welt ist untergegangen.
Es ist etwas zu Ende gegangen, was in etwa 30 Jahre gedauert hat. Die Fantasie vom Ende des vom Ende der Geschichte in verschiedenen Varianten. Ja, seit der Wiedervereinigung, jetzt wird alles gut, die liberale Demokratie, die offenen Märkte, die Globalisierung, wir rücken aneinander und so weiter. Dann haben wir ja gesehen, dass diese 30 Jahre verschiedene Krisenpunkte durchlaufen haben. 9/11, Finanzkrise und so weiter. Und das ist jetzt, glaube ich, der relevante Kipppunkt. Ja? Also wir sind jetzt in einer Situation, wo eine bestimmte Art zu leben nicht mehr plausibel ist. Und deswegen haben wir auch in dieser Pandemie, glaube ich, seit einem Jahr andere höchst relevante ethische Themen diskutiert. Ja, ob das systemischer Rassismus ist, bessere Formate der Gleichstellung, Kinderrechte. Die Liste ist ja wahnsinnig lang, wenn man mal zurückschaut und vergisst, schaut mal neben dem Corona-Thema, ich habe da Tagebuch geführt, die moralischen Fortschritte, die wir alleine in der Debattenlage zu verzeichnen haben. Frauenquote in Vorständen und so weiter. Ich könnte jetzt wirklich 20, 30, 40, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Ja, nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für Klima. Ja, das ist alles mit befördert worden. Und ich glaube, das bedarf jetzt eben dieser vitalen Grundlage, ja, über die wir eben gesprochen haben, um aufzugehen. Ja, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das hier vergleichbar ist, deswegen rede ich gerne von einer neuen Aufklärung, mit dem Erdbeben von Lissabon von 1755, also ein fundamental veränderndes Phänomen. Das wäre nur dann nicht so gewesen, wenn das sehr schnell vorbei gewesen wäre. Also hätte die Pandemie letztes Jahr im Februar eingesetzt und wäre wie erhofft in Richtung Sommer abgeklungen und das war es irgendwie wundersam. Und jetzt wird das ja auch nicht so verlaufen. Ja? Also selbst wenn man jetzt hofft, gut, die wirtschaftlichen Schäden sind gigantisch, aber wenn dann im Sommer alles wieder losgeht und die Menschen sind geimpft, dann wieder. Ich glaube, wir werden so oft frustriert werden in dem Gedanken, dass wir einfach zurückkehren können in den Dezember 2019. Wir werden so oft frustriert, bis wir einsehen, dass das nicht so ist. Das Virus wird uns diese Lektion erteilen, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen ist der Weg raus, ja, mit einer noch nicht in Richtung einer sozusagen besseren Gesellschaft, mit einer vertretbaren Vision des Guten, die nicht nach dem Modell des Aussitzen halt so wartet, was passiert und schaut, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt und daran die Lebensqualität bemisst. Ja, das ist keine akzeptable Lebensform und die gab es ja auch nicht lange. Ich würde sagen eben 30 Jahre und die ist aus meiner Sicht zu Ende gegangen und deswegen kommt es jetzt darauf an, ob wir diese negative Energie transformieren können in eine positive. Und ich glaube, dafür haben wir alle Mittel im demokratischen Rechtsstaat. Aber dieser unternehmerische Geist, der tatsächlich lokal beginnt, ja, in den Kommunen, in den Vierteln, in den Straßen, dieser Geist, ja, ist, was aus der Pandemie führt. Nichts anderes, auch nicht der Impfstoff. Das heißt, der Gedanke einer Top-Down-Struktur zur Lösung der Pandemie scheitert ja allerspätestens daran, dass wir auch in der EU nicht alleine sind, sondern Nachbarn haben. Das Thema Afrika ist nicht vorbei, nur weil wir jetzt Frontex gestärkt haben, ja, und so weiter. Das heißt, alle Probleme in unserem Jahrhundert sind globale Probleme und die lassen sich meines Erachtens nur mit moralischem Fortschritt lösen. Und nicht also proaktiv, wir müssen das Heft in die Hand nehmen. Und deswegen ist es ja so gefährlich, dass ausgerechnet die Freiheit angegriffen wird und teilweise entwürdigt, indem man immer sagt, das eine, was wir ruhig jetzt mal runterfahren können, ist die Freiheit. Nein, wir brauchen die Freiheit, gerade die, aber natürlich in einer anderen Form. Freiheit heißt nicht, dass wir jetzt so tun, als wäre keine Pandemie da, sondern Freiheit heißt, dass wir aus Eigenverantwortung und Einsicht gemeinsam an Lösungen arbeiten, die wir auch schon haben könnten. Lösungen der Form, wie Frau Wopen sie auch skizziert hat. Deswegen halte ich was Frau Wopen skizziert, ist der nachhaltige Weg raus. Und uns ist völlig richtig, wenn alle immer sagen, wir brauchen eine Langzeitstrategie. Auf Sicht fahren scheitert. Wir brauchen eine Langzeitstrategie, weil sonst die Pandemie nicht mal aufhört. Ja, wenn die Freiheit zum knappen Gut wird, wird sie natürlich auch, das wissen wir aus dem marktwirtschaftlichen Denken, wird sie ja auch wieder ein kostbares Gut und von daher entsprechend geschätzt. Aber ich entnehme Ihnen beiden oder in Ausführungen von Ihnen beiden, dass Sie auch die Chance sehen zu einem gewissen Reifeprozess, den eine Gesellschaft mitmacht. Und das wäre ja dann in gewisser Weise auch das Gute am Schlechten dieser Entwicklung. Jetzt ist der Augenblick, wo wir uns öffnen zu unserem Publikum hin, das sich ja nicht nur mit der Umfrage beteiligen sollte und wollte, sondern das auch Fragen und Anmerkungen hat.
Und ich habe gerade die Fragen hier reinbekommen. Das ist zum Beispiel zum einen, haben die Verantwortlichen Ihrer Meinung nach die Maßnahmen ausreichend erklärt und begründet, ist eine Frage. Ich bitte jetzt um möglichst kurze Antworten, weil Sie eine ganze Reihe von Fragen haben. Frau Wuppen, mögen Sie kurz darauf antworten? Gerne. Nein, ich glaube, dass die Kommunikation nicht ausreichend war, wenngleich die Bundeskanzlerin insbesondere sich jede erdenkliche Mühe gemacht hat, auch wirklich gut zu kommunizieren. Manchmal ist es nicht gut weitergegeben worden, also beispielsweise die Kritik daran, dass diese Inzidenz von 50 oder 35 nicht gut begründet sei, kann ich nicht nachvollziehen, denn das hat sie auch nie behauptet. Sie hat gesagt, was dahinter steckt, dass diese Zahl ist. Also da ist auch in der öffentlichen Diskussion manches erratisch gelaufen. Trotzdem, gerade auch die Information und Kommunikation zu Corona-Warn-App jetzt zu den Schnelltests ist nicht gut. Herr Gabriel, mögen Sie auch noch einen Satz beisteuern? Ja, ich würde auch sagen, ein klares Nein abgeben und sagen, dass man vieles eben hätte erläutern dürfen und es gibt zu viele Widersprüche. Also durch natürlich auch eine Parteienpluralität, die hat alle relevanten Vorteile, aber dadurch sind natürlich auch Widersprüche aufgetaucht. Und die dürfen nicht bestehen. Solche Zahlen wie 50 und 35 müssen erklärt werden. Und in Szenarien wie diesem, in dem sowohl 50 als 35 auch meines Erachtens unrealistisch, also gar nicht erreichbar sind, wie wir sehen, also die empirische Wirklichkeit bestätigt ja, dass diese Zahlen nicht erreichbar sind, ob das Mutante ist oder menschliches Verhalten. Die Erklärung, warum das so ist, habe ich nicht. Aber es ist unrealistisch, dass diese Zahlen erreicht werden. Also müssen wir von den Zahlen abrücken, meines Erachtens eindeutig. Und das kann man wiederum alles erklären. Ja? Also es muss die Stursinnigkeit und das Recht haben wollen raus und eben tatsächlich noch transparenter Gründe. Man kann nicht sagen, die Zahl 50 dient dazu, dass die Gesundheitsämter das nachvollziehen können. Und dann melden sich viele Gesundheitsämter und sagen, wir können aber viel mehr. Und andere sagen, wir können aber viel weniger. Ja? Das sind die Widersprüche. Also klares Nein. Und ich habe jetzt nur einige Beispiele aus meiner Sicht gegeben für dieses Nein. Eine Frage an Frau Wuppen. Warum werden keine klaren und umfassenden Teststrategien vor den notwendigen Öffnungen verbindlich, transparent und verlässlich festgelegt? Ja, das wird jetzt die Aufgabe sein. Also meine persönliche Position ist jedenfalls angesichts der epidemiologischen Lage in Deutschland und um uns herum, keine Öffnung ohne Schutz. Ja? Kitas, Schulen, unbedingt als erstes ist ganz besonders dringend. Wir müssen sowieso noch viel mehr darüber nachdenken, was wir auf Dauer auch mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, was wir denen ermöglichen an nachgeholter Zeit, anderes Thema. Aber bitte immer unter dem Schutz von Schnelltests oder diesen Tracing-Technologien. Mhm. Und dann schrittweise öffnen die Unternehmen, die so eine Technologie, ich sage jetzt mal Armband-Technologie, um keine Firma zu nehmen, anwenden, die können natürlich eher aufmachen. Alles das, wo Schutztechnologien implementiert sind, bitte begleitet aufmachen. Gucken, was passiert nach dem Aufmachen. Nicht einfach tun und dann nachher sagen, ups, was ist denn da passiert, sondern von vornherein klare Indikatoren und evaluierende Begleitung. Und dann Schritt für Schritt. Und dann müssen wir uns auch nicht sorgen, dass uns das um die Ohren knallt. Die nächste Frage lautet, wir sind in einem Wahljahr. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass der Frust immer größerer Kreise der Gesellschaft dazu führt, dass die radikalen Kräfte erheblichen Zulauf bekommen? Und wird das die Lockerungsbestrebungen, die im Augenblick zu beobachten sind, eher fördern, Herr Gabriel? Also ich nehme diese Gefahr sehr wahr, weniger in Deutschland als in Nachbarländern. Nicht? Gerade finden Straßenschlachten in Barcelona statt, die nicht nur zu tun haben mit dem eingesperrten Rapper und der Diskussion über die Rolle der Monarchie. Von Frankreich ganz zu schweigen, wenn sie Frankreich ist völlig anders traumatisiert, auch politisch in der Lage. Marine Le Pen ist im Aufschwung. Italien, ja, mit gestürzter Regierung. Niederlande mit einer unvorstellbaren, natürlich politischen Skandalkrise, die sie gerade hingelegt haben. Das heißt, für Deutschland sehe ich das im Moment noch etwas weniger. Ich halte das für eine reale Gefahr. Wir sehen es ja bei unseren Nachbarn. Und solange wir uns, wenn auch eigentlich in Wirklichkeit nicht mehr, aber gerade noch einreden können, wir könnten uns den Lockdown leisten, finanziell,
solange bleibt das noch halbwegs unterm Deckel. Aber das kann sich im Sommer tatsächlich ändern, klar. Deswegen ist Lockerungen sind politisch geboten, auch aus diesem Grund, und dürfen dann nur schrittweise erfolgen. Aber ich sehe die Gefahr, nehme die sehr ernst. Und das machen wir auch, wenn wir sozusagen stabiles Deutschland irgendwie noch hinkriegen, ja, also ein koalitionsfähiges Ergebnis erreichen sollten im Herbst und im Nachbarland regiert Marine Le Pen, dann haben das wirkt sich ja bei uns auch aus. Also ich sehe die Radikalisierung tatsächlich an allen Ecken und Enden. Ich glaube auch, sie nimmt zu, aber sie ist noch eingehegt, aber nicht mehr sehr lange. Nächste Frage ist, da offenbar weitere Pandemien erwartbar sind, wie können wir uns besser vorbereiten oder gar präventiv verhalten, Frau Wogen? Ja, dazu gibt es tatsächlich in unserer Stellungnahme, die ich eben erwähnt habe, vom Europäischen Ethikrat zusammen mit diesen beratenden, hochrangigen Wissenschaftlern, also so nennen die sich, das hört sich immer so komisch an, wenn man das übersetzt, aber das ist die EU-Sprache, ein ganzes Set an Maßnahmen. Also zum einen immer schauen, monitoren, wo entstehen solche Keime. Das geht natürlich letztlich nur weltweit. Ja. Schauen, wo entstehen Kerne für mögliche Übersprünge von Viren aus dem Tierreich beispielsweise aus auf den Menschen und dann eine Weiterentwicklung, dass es zur Pandemie geht. Dann die Souveränität der Europäischen Union im Hinblick auf Schutzausrüstung und Infrastruktur. Die entsprechende Behörde, die koordiniert, die auch die Mitgliedstaaten untereinander koordiniert. Ich meine, jeder Mitgliedstaat hat die entsprechenden Ministerien und Behörden etc. Die müssen aber zusammenarbeiten, so wie sie es ja beispielsweise bei der Impfstoffzulassung auch schon in etablierter Weise tun. Wir brauchen die also so Dashboards, Monitoring, wo die unterschiedlichsten Daten zusammengetragen werden. Und zwar nicht nur die virologischen oder epidemiologischen, sondern auch die wirtschaftlichen, die Leistungskraft des Gesundheitssystems etc. Wir brauchen die Lieferketten, die gesichert werden zwischen den Ländern, aber auch jenseits der europäischen Grenzen. Also da gibt es eine ganze Menge, was man in der Koordination und Vorbereitung tun kann. Und da gibt es ein ganzes Maßnahmenpaket. Und ich denke, dass die Europäische Kommission das jetzt auch kraftvoll verfolgen wird. Gabriel, wollen Sie das auch noch ergänzen? Vielleicht also, wie auch eine Gesellschaft sich vorbereiten kann, um als freiheitliche Demokratie diese Freiheit auch zu bewahren in Krisensituationen? Ja, wir haben gerade tatsächlich ein Paper gerade gemacht, ein Commentary, der bei Nature eingereicht wird mit Kollegen von der Helmholtz-Gesellschaft hier, Pandemieforschern an unserer Universität und Mikrobiologen, in denen wir die Idee einer Art freiwilligen Feuerwehr entwickeln, also einer massiven globalen Infrastruktur, Forschungsinfrastruktur, die aber eben von vornherein multidisziplinär angelegt ist und an der jeder und jede mit geeigneten Fähigkeiten sich eben beteiligen kann an dieser Forschungsinfrastruktur, damit wir krisenfester operieren können in der Zukunft. Also von vornherein nicht die Diskussion wieder führen müssen, gibt es eine Leitwissenschaft oder irgendein Ego, das besonders oft so und so im Fernsehen sein will. Das muss direkt blockiert werden. Und das Ziel muss eben sowas sein, nicht? Also, dass man auch die entsprechenden Anreize setzt, daran mitzuwirken. Also, dass das Ethos, das Wissenschaftliche, das man braucht, muss, deswegen haben wir diese Analogie eben gemacht, der Firefighter, das der Freiwilligen Feuerwehr sein. Das ist so ein Konzept, an dem wir da gerade gearbeitet haben. Dann kommt eine Frage, die wir auch kurz angetextet haben, aber die jetzt nochmal zugespitzt ist. Wie ist es zu erklären, dass mit Blick auf die Warn-App oder andere Möglichkeiten der Datenverarbeitung der Datenschutz derart dominant über andere Grundrechte gepflegt wird? Also die Dominanz in der Debatte des Datenschutzes wird angesprochen. Ja. Wir sind da besonders sensibel, ja. Nicht? Das ist richtig, ja auch aus guten Gründen. Das darf man, glaube ich, gar nicht ausschließlich kritisch sehen, aber man muss es natürlich einfach auch mal an den Platz stellen, wo es hingehört. Wir kommen in Europa halt auch aus jahrelanger Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung. Und da sind viele stolz drauf, viele sind auch furchtbar genervt, auch das kann man verstehen, sie ist ja auch nicht perfekt, aber sie ist im internationalen Bereich natürlich schon auch eine,
ein großes Signal, weil sie auch außereuropäisch bindet, wenn im europäischen Raum gehandelt wird. Und sie wird ja nicht umsonst von einigen amerikanischen Staaten und auch im asiatischen Raum von einigen Staaten übernommen, kopiert, aufgenommen, etwas abgewandelt, wie auch immer. Also jedenfalls der Standard, der da gesetzt wurde, ist schon nicht einfach nur so ein Blümchen am Rande, sondern hat schon auch einen Standard weltweit ins Spiel gebracht. Und dieser Schutz auf informationelle Selbstbestimmung und auch auf Privatheit, der ist ja auch sehr, sehr hoch zu halten, weil er unsere gesamte persönliche Integrität betrifft angesichts verfügbarer Daten, aber auch angesichts von den also algorithmischen Systemen, die so über diese Daten laufen, die öffentlich verfügbar sind. Es ist wichtig, eben daran zu erinnern, dass es kein Supergrundrecht ist. Ja? Es ist nicht analog zur Würde des Menschen. Ja, das ist nun das Einzige, was wir nach unserer Verfassung nicht abwägen können. Der ganze Rest ist abwägbar. Und da hat in der Diskussion, ich habe es eben schon mal versucht anzusprechen, diese Diskussion um die Corona-Warn-App und um zentrale, dezentrale Speicherung, das ist meiner Meinung nach in die falsche Richtung gelaufen. Mhm. Und da ist uns aber auch interessanterweise von Apple und Google die Schnittstelle vorgegeben worden. Und das ging gar nicht anders als mit dezentraler Speicherung. Wir reden in Deutschland noch viel zu wenig über Datentreuhänder. Also es gibt eine App, die Luca-App beispielsweise, die arbeiten mit der Bundesdruckerei als Treuhänder und sind aber auch in Gesundheitsämter eingebunden, so die denn mal mitmachen. Das sind Lösungen, die sind datenschutzkonform. Da muss man Datenschutz gar nicht einschränken und erlauben uns trotzdem die Einsichten. Herr Gabriel, wird sich das nochmal neu sortieren, das Verhältnis Datenschutz zu eben dem Sicherheitsbedürfnis im jetzt in dem Fall zur Gesundheit? Tarieren wir das nochmal neu aus anlässlich der Pandemie? Also ich glaube, es hätte eben den Weg an der Diskussion vorbeigegeben, ja, also durch geeignete auch Hardware, weil wie gesagt, es gab ja auch die Gerechtigkeitsfrage, wer hat überhaupt ein Smartphone? Ja, und ich war gegen die Corona-Warn-App und bin das immer noch aus solchen Gründen, nicht aus Datenschutzdiskussionsgründen, weil es erstens Wege gibt, die Datenschutzdiskussion gar nicht aufwerfen, die sind zweitens technologisch besser und drittens liefern sie Daten nicht an Apple und Google und verstärken nicht deren Konzernmacht. Ja? Ähnlich, ich bin auch weiterhin irritiert, auch das ist ein Problem. Warum haben wir nicht, statt das zu entwickeln, zum Beispiel durch Investitionen mit der Telekom, eine bessere zum Beispiel Videoplattform entwickelt als diejenige, die wir gerade benutzen müssen? Ja, das wäre auch alles möglich gewesen und ist immer noch möglich, auch da, nicht? Das ist auch kein Ding der Vergangenheit. Das sind Probleme, die jetzt auf uns zukommen. Vieles wird ja bleiben. Manches wird sinnvoll sein. Manche Videokonferenz ist sinnvoller als manches Treffen. So, das heißt, da sind immer noch Business Opportunities, die nicht ausgeschöpft sind. Ja, warum kommt jetzt nicht jemand mit der viel besseren Videoplattform? Ja, wir kennen ja jetzt die Stärken und Schwächen der Einzelnen. Wir haben ja mit allen hantiert, ja, dieser und vielen anderen Big Blue Button Teams, was weiß ich, was man alles jetzt schon so durchlaufen hat. Ja, da sind also auch Chancen. Deswegen, ich glaube, es gibt die Datenschutzdiskussion ist ganz wichtig, aber das ist auch eine Monopoldiskussion und eine Demokratiegefährdungsdiskussion. Ja, ich würde sagen, ich sage das jetzt auch nochmal ganz ungeschützt, ich halte es nicht für mit dem Fortbestand des demokratischen Rechtsstaates dauerhaft vereinbar, dass es Twitter, Facebook, Instagram, TikTok in der gegenwärtigen Form überhaupt gibt. Ja, ich würde die so, wie sie jetzt sind, lieber verboten sehen, nicht reguliert. Weg. Da sehe ich nicht, weil es keine sozialen Netzwerke geben sollte, wieder Business Opportunity. Warum machen wir nicht ein soziales Netzwerk, das die Funktionen hat, die wir alle schätzen, Kontakte, Bilder teilen und so weiter, ohne die Schieflagen, die die derzeitigen sozialen Netzwerke haben. Manipulation, Polarisierung, Surveillance Capitalism, das ist ja alles inzwischen gut erforscht. Ja? Also zu alledem, es gibt zu allem, was wir jetzt haben, eine, glaube ich, ethisch bessere, aber auch digitale Variante. Und ich glaube, so sollten wir das diskutieren. Und wir hinken in Europa weiterhin die ganze Zeit hinterher, neben beinahe allen anderen Weltregionen. Und dafür gibt es aber keinen Grund. Das können wir auch sofort ändern. Es gibt nichts hindert uns daran, außer dass wir es nicht tun. So, wir sind jetzt auch schon knapp in der Zeit. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an Herrn Gabriel hier auf dem Tisch liegen, mit der Bitte um eine mindestens
ebenso kurze Antwort. Und zwar, könnten Sie noch einmal Ihre Einschätzung des Kantschen Imperativs bzw. der Dichotomie Freiheit versus Sicherheit bezogen auf die derzeitige Situation schildern? Meinen Sie, es gibt tatsächlich schon genug Technologien und Ressourcen, die es allen Menschen der Gesellschaft, nicht nur privilegierten Gruppen, die sich Tests, Quarantäne und so weiter leisten können, erlauben würden, wieder mehr Kontakte zu haben, ohne andere zu gefährden? Ja, darauf lautet meine Antwort tatsächlich ja. Es gibt die Testmöglichkeiten inzwischen seit beinahe einem Jahr. Es gibt die Möglichkeiten, die wir angesprochen haben. Und Sie können ja mal berechnen, was der Lockdown kostet und was es kosten würde, diese Möglichkeiten jedem kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da bin ich ziemlich optimistisch, dass das Ergebnis ist, dass wir eine gerechte Verteilung finden, die in der Tat dazu führt, dass wir nicht Menschen jetzt, also wie gesagt, eine sozial völlig gerechte Lösung und die übrigens auch sozial gerechter ist als der Lockdown selbst, der zu gigantischen sozialen Ungleichheiten führt. Die Antwort lautet in der Tat ja, wir haben das alles, auch das ist einfach nur etwas, was wir nicht tun, nicht weil wir es nicht können. Dann bedanke ich mich für die kurze Antwort und komme zu unserer zweiten Umfrage unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und diese Umfrage hat folgenden Text. Jede Krise bietet Chancen und Risiken. Sehen Sie mehr Chancen oder mehr Risiken für die Zukunft nach der Krise? Antwort 1 ist mehr Chancen. Antwort 2 ist mehr Risiken. Und jetzt bitte ich um Abstimmung. Abstimmung läuft. Läuft. Und das Ergebnis ist, es werden mehr Chancen gesehen als Risiken. Und zwar 81% der an der Umfrage Beteiligten sehen mehr Chancen und nur 19% sehen mehr Risiken. Ich führe das auch zurück auf unsere Diskussion. Sie haben gerade gegen Ende dann trotz der ungeschminkten Beschreibung des Problems, mit dem wir es zu tun haben, oder der Probleme, ja auch gezeigt, dass eine Menge Chancen in so einer Entwicklung stecken. In diesem Sinne darf ich mich sehr, sehr herzlich bedanken für die Diskussion bei Ihnen, Frau Professor Boben, bei Ihnen, Herr Professor Gabriel. Ich weiß, dass Sie im Augenblick sehr gefragt sind. Umso schöner, dass Sie an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich auch für alle, die dieser Diskussion gefolgt sind, und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Ja, Ihnen auch ganz vielen Dank und vor allen Dingen auch Ihnen, Frau Wopen, für gute Einsichten. Der Dank ist ganz meinerseits, Herr Gabriel, auch Herr Hirz und die BAP. Vielen, vielen Dank für diese Gelegenheit und den Austausch. Bis zum nächsten Mal.